Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fall Guys. Heute mit Nico und Kara, herzlich willkommen. Wir spielen Custom Maps, das ist die 149. Folge, ihr wisst Bescheid, nächste Folge wird eine XXL-Folge, beziehungsweise eine XXXL-Folge. Und wir spielen Random Maps von Daily Moments und gerade sehe ich, dass bei dieser Show noch ein Spieler mehr erforderlich ist, oder? Nee. Ah nein, ich hab nicht auf Start gedrückt, super. Okay, wir sehen uns gleich in der Runde, wir testen verschiedene Custom Maps. So, Chumpets! Es hat anscheinend was... Oh ja, oh ja! Erkennst du es? Ja. Das ist Dschungelchamp Limbo, nur in, anders. In digital. Das ist cool. Coole Idee. Kannst du auf mich warten? Das feiere ich. Nee, kann ich nicht. Das ist eine sehr, sehr coole Idee. Ja. Eieiei. Die sind ja riesig, die Jumpheads, Junge. Ja, große Jumpheads sind groß. Okay. Große Jumpheads sind groß. Ja, die hab ich auch verbaut. Ja, das sind genau gleich viele Stages. Okay, ja gut, in der Mitte, das ist natürlich jetzt nicht ganz so, aber... Ja, man erkennt es auf jeden Fall. Ja, da fehlt aber hier noch ein Jumphead hier. Na gut. Ja, interessant. Keine schwere Map, aber... Nein. Lustige Nachbauten. What the fuck? Was? Stopp. Stopp mal, was? Wie? Ist das ein Fehler? Hä? Ist das ein Fehler? Was? Ich bin übel schnell. Warum bin ich übel schnell? Hallo? Wie hat er das gemacht? Ja, das muss entweder ein Entwickler sein oder ein Hacker oder hä? Das ist übel geil gemacht. Wie geil, aber das geht nicht. What the fuck? Das geht aber eigentlich nicht. Das geht. Nein. Alter. Digga, das verstehe ich gar nicht gerade. Wie geil ist das? Okay, das ist absolut geisteskrank. Das, ich habe keine Ahnung, wie das gemacht hat. Das ist aber voll schwer, Alter. Ey, das ist ja so cool. Bei welchem Thema waren wir gerade? Achso, ja, egal. Das besprechen wir nachher. Hey, wie bist du da unten gelandet? Ich hab keine Ahnung, Alter. Digga. Hä? Was? Hallo? Wie? Was machst du? What the fuck, Alter? Wie sieht das aus? Was geht denn ab? Du kannst dich nicht bewegen, ne? Die fette Biene. Digga, was geht? Ich kann mich nicht bewegen. Kann man vielleicht diese ganze Map in. Also, der hat die ganze Map vermutlich in groß gebaut. Beziehungsweise kopiert. Dann kopiert man alles auf das kleinstmögliche. Aber trotzdem, das geht nicht. Wir müssen nochmal machen. Wir müssen nochmal spielen. Nein, ja, okay. Verstehe ich gar nicht gerade irgendwie. So, man hört dieses Rauschen, das ist ein bisschen nervig. So. Besser? Keine Ahnung. Ja, so, wir haben nochmal die... Nein, das Rauschen ist von der Map, nicht von dir. Achso. Ist nicht so schwer eigentlich. Ich verstehe, mich macht das total kaputt im Kopf. Wie funktioniert das? Was? Das habe ich noch nie gesehen. Niemand in den Kommentaren wundert sich, hä? Now tiny maps are getting out of control. Okay, also das ist jetzt tatsächlich ein neuer Trend oder so. Die Frage ist halt trotzdem, wie es geht halt. Aber tatsächlich gibt es hier noch eine Minimap. Wollen wir nochmal so eine spielen? Ja. Okay. Wir spielen jetzt nochmal so eine Minimap. Keine Ahnung, wie das geht, aber anscheinend ist es gar nicht so schwer. Mal gucken. So. Einer! Bro! Weg da! Hallo! Oh mein... Ja, wow, wie soll das so zweit gehen, Junge? Alter, warum? Aber die, siehst du diese flimmernden Dinger da unten? Ja, das ist die. Was ist denn das? Die bewegt sich ja eigentlich. Die knickt ja eigentlich ein. Wie, die knickt ein? Also die wippt ja. Das ist ja eine Wippe. Ja, die wippt ja nur, wenn man draufsteht. Nein, ich meine dieses Flimmern hier.
Weiß ich nicht. Okay. Was war bei den Hämmern vorhin auch? Vielleicht bewegen sie sich. Alter, ist das dumm. Da ist sogar ein Checkpoint. Bro, das ist so krass. Okay. Ja, interessant. Dann würde ich sagen, eine Map machen wir noch, eine normale. Wir spielen wieder eine Map, die anscheinend wieder an Lili Lipas angelehnt ist. Mal sehen. Okay, anscheinend einfach wieder ein nachgemachtes Dschungeljump. Das sieht auf jeden Fall schon mal mehr wie das Original aus. Ja. Das ist bisher eigentlich ganz gut gemacht. Natürlich die ganzen dekorativen Elemente, die man selber nicht benutzen kann, wie das Wasser und so und das Grüne, das ist natürlich... Das kann man natürlich nicht machen, aber ansonsten, glaube ich, ist das echt von den Abständen sehr, sehr gut nachgemacht. Okay, das glaube ich ein bisschen zu hoch. Die Dinger bewegen sich natürlich auch nicht, das gibt's auch nicht. Ja. Das ist ein relativ guter Nachbau. Okay, interessant. Ja gut, aber das war jetzt keine richtige Map, deswegen noch eine machen wir. Okay, eigentlich wollte ich noch eine normale Runde machen, aber jetzt sehe ich hier gerade schon wieder eine Map, die auch wieder geisteskrank aussieht. Also momentan platzen die kreativen Köpfe total. Was geht denn hier ab, Alter? Die sah richtig krass aus gerade, also richtig dumm. Schau mal, oben der Titel ist so lang, dass letzte Runde gar nicht angezeigt wird. Krass. So. Ich konnte nicht verlegen. Ja. Ja, das sind, ich habe keine Ahnung, wie das gemacht ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber hier wurden, also irgendein Bug, also hier wurden mehrere Kanonen irgendwie ineinander platziert. Und das schießt jetzt halt, ja, ein paar Bananen mehr raus. Ich bin tatsächlich gut durchgekommen. Es sieht halt wirklich ziemlich dumm aus und leckt auch entsprechend. Alter, sieht das krank aus. Das sieht so dumm aus, ne? Krass. Aber es ist so krass, was alles möglich ist. So krass. Ich hab's bald. Kann man hier außen rein durch? Ah. Ah, ja, ist lustig. Hier wird 2D geschrieben. Wie? Hier wird 2D geschrieben. 2G? 2D. Eine 2 und ein D halt? Fuck. Dankeschön. Hä? Wie wird GG geschrieben? D, B, O, L. Oh, ein Remake wieder von einem Classic, okay. Okay. Letzte Map, wirklich diesmal Skyline Stumble. Sehr unbekannt, haben sehr wenige gespielt. Okay, mal sehen, ob ich es erkenne. Hallo? Wow. Downloading Level Error. Hattest du also auch? Nein. Warte auf Spieler. Bei mir startet's. Ich bin die ganze Zeit schon im Vorschau-Menü. Verbindungsabbruch. Ja. Da. So, da sind wir drin. Okay. Oh, warte mal, kenne ich das? Remake of a Classic. Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Das muss aber eine ganz, ganz, ganz alte Map sein. Also so alt, dass sogar ich die nie gespielt habe, sondern nur auf YouTube mal gesehen habe. Es kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hätte er nicht dazu schreiben können, von welcher Map, wie die hieß? Okay. Sagt es dir was? Nein. Aber gerade das zum Ziel, also außenrum, das sagt mir was. Hm. Seltsam. Wohl eine Nostalgie-Map, aber ich habe keine Ahnung, was für eine Map das sein soll. Schwer ist sie jetzt nicht bisher. Das ist natürlich hier ganz cool, aber das kennt man jetzt inzwischen auch schon. Ich kann's nicht. Ja, ist gar nicht so easy. Muss man Gefühl für kriegen. Und hier ist so ein Labyrinth oder anscheinend so irgendwie sowas. Okay. Du musst warten, bevor du ins Ziel kommst, weil ich möchte die Map auch schaffen. Ja. Yeah. Das hier sieht auch interessant aus. Oh, ist schwer. Scheiße. Sagt man nicht, macht man. Uiuiuiui. Okay. Das will ich schaffen. Ach, komm schon. Nein, oh, man fällt aber immer runter. Wo bist du?
Das willst du nicht wissen. Okay. Siehst du dann in der Aufnahme. So, ich geh jetzt doch mal hier hoch. Ja, das erinnert mich natürlich ein bisschen an den Ritterparcours. Nee, nicht. Ritterparcours haben wir auch lange nicht mehr gespielt. Nee, aber das erinnert mich ein bisschen an dieses Wolkenrennen, oder wie das heißt. Das lila, ne? Ein bisschen, ja. So, da unten ist die Biene. Okay, ich warte vom Ziel. Ja, das stimmt, das erinnert mich an Wolkenrennen, ja, da hast du. Ja, aber das ist es nicht. Oder? Doch, genau, das ist es! Doch! Ja, das ist es! Aber das ist doch kein. Ja, gut, doch ein Classic ist es schon. Ich dachte, irgendwas ganz Altes. Weil dieses Ding, dieses schräg drumherum, diese Bögen da, die sind halt viel weiter als im Original. Aber ja, klar. Ja, das soll auch das Labyrinth da sein. Es gibt leider ja nicht diese Türen, die man aktivieren kann. Sonst muss ich aber rein. Ja, okay. Also in Wolkenrennen Remake. Ja, interessant. Keine schweren Maps, aber ganz cool. Okay, dann war es das jetzt für die 149. Folge. Nächste Folge, weiß noch nicht, wann die kommt. Das kann noch ein bisschen dauern, weil die lang wird. Auf jeden Fall wird da auch Kara dabei sein. Wir sind raus, das war's von der Folge. Mach's gut, bis dann und ciao. Tschüss.